Ja, vielen Dank, Herr Senges, für die Einladung zu dieser Veranstaltung, Herr Lücke für die freundliche Vorstellung meiner Person, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich freue mich sehr, dass ich in diesem Kreise heute zu Ihnen sprechen darf. Ich halte das CoLab für eine außerordentlich wichtige Einrichtung, für einen Think Tank, von dem man sagen kann, wenn es ihn schon viel früher gegeben hätte, dann wäre vielleicht ein Teil der Probleme, über die ich heute sprechen wäre, obsolet. Die Perspektive, die ich einnehmen möchte, ist naturgemäß zunächst einmal eine rechtswissenschaftliche Perspektive, aber durchaus mit Blick auf den interdisziplinären Charakter dieses Themas. Das kann ich auch deshalb besonders schön hier auch ankündigen, weil Sie sehen es an der Untertitelung meiner Person, wir das ja große Glück und die große Freude haben, dass vor wenigen Wochen, Tagen die Deutsche Forschungsgemeinschaft, den uns den Zuschlag gegeben hat im Rahmen der jüngsten Exzellenzinitiative für einen graduierten Kolleg mit dem schönen Titel Privatheit. Und das wird im April 2012 starten und da bin ich von der juristischen Seite insbesondere dabei, aber auch sehr viele Kollegen von der philosophischen Fakultät, die das auch mit initiiert haben, ein interdisziplinäres Projekt, das bei diesem Titel auch gar nicht anders machbar wäre, denn so ein Thema muss man von verschiedenen Seiten betrachten und sonst würde es auch den Herausforderungen gar nicht gerecht werden, die dieses Thema an uns stellt. Und wenn man da noch vielleicht auflösen mag, weshalb da unten ZU steht, das steht für Zeppelin-Universität, eine wunderschöne Universität am Bodensee gelegen, meine zweite Adresse neben der Universität Passau, auch vor kurzem mit einem schönen Erfolg versehen. Wir haben das Promotionsrecht bekommen und insbesondere sozusagen die Anerkennung als Universität, bislang hießen wir University, am See. Und das erwähne ich einfach deshalb, weil das sozusagen der Lokation geschuldet ist. Dort bin ich nämlich am Deutsche Telekom-Institut for Connected Cities tätig mit meinem Center for IT Compliance and Trust. So gesehen habe ich hier auch ein halbes Heimspiel eben durch unseren Sponsor Telekom. Wir haben nämlich schon den Sponsor Telekom in Friedrichshafen und wollen ihn natürlich auch gerne behalten. Und wenn da eben IT Compliance and Trust steht, da ist natürlich auch schon ein Stück weit das Thema aufgerissen, mit dem ich mich beschäftige. Sie werden sehen, dass bei mir Vertrauen heute eine ganz große Rolle spielt. Ich starte mit einem Zitat von Hans-Jürgen Papier, dem ehemaligen langjährigen Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, das von ihm sozusagen ausgesprochen wurde in einer Grundsatzrede am 15. Dezember 2008. Die Juristen, Verfassungsrechtler unter Ihnen werden das Datum sofort assoziieren. Das war das 25-Jahr-Jubiläum des Volkszählungsurteils. Und es spricht schon für dieses Urteil, dass das einen eigenen Festakt bekommen hat. Ich kenne kein anderes Urteil, wo man einen eigenen Festakt mit großer staatlicher Beteiligung machen würde, nur um das Jubiläum eines Urteils zu feiern. Aber ich denke, das Volkszählungsurteil hat es wahrscheinlich auch verdient. Und dort, bei dieser Rede, warnte Papier vor einem Super-GAU des Datenschutzes. Und der Tenor seiner Rede war, dass er gar nicht so groß die Sorge hatte vor dem Staat mit der ihm immer wieder vorgeworfenen Datensammelwut, denken Sie an die Vorratsdatenspeicherung, an Elena und anderes, sondern ihn sorgte vielmehr die private Datenverarbeitung, die zunehmenden Datenpannen und Datenskandale, die ja 2008 auch besonders vielfach vernehmen waren, das hat natürlich auch gar nicht abgerissen, denken Sie jetzt jüngst Sony beispielsweise mit der PlayStation, aber im Grunde genommen meine ich, kann man natürlich einerseits sich fragen, ob in Zeiten von Fukushima das Wort Super-GAU für diese Datenschutzthematik nicht eventuell ein wenig zu hoch gegriffen ist. Zum anderen ist es aber so, dass aus meiner Sicht man dieses Thema dann auch etwas weiter dann, wenn man schon so weit greifen will, fassen muss und etwas subtiler betrachten muss, weil meines Erachtens diese Datenpannen, Datenskandale nur ein ganz kleiner Ausschnitt sind der Problematik, wie gehen wir mit privater Datenverarbeitung um. Und dazu möchte ich ganz zu Beginn meines Vortrags zwei wirklich ganz aktuelle Beispiele bringen. Ich hatte im Vorfeld schon kommuniziert, meine Folien kann ich nicht allzu früh schon im Vorfeld zur Verfügung stellen, weil ich daran sehr aktiv arbeite und sehr kurzfristig. Und das ist schon das erste Beispiel. Am letzten Montag war die Keynote von Steve Jobs. Er hat sie mir nicht vorher zur Verfügung gestellt. Deswegen habe ich auch noch den Tag abwarten müssen für meinen Vortrag und hatte das große Glück, dass dann auch noch diese wunderbare Meldung im Cicero dann kam, die hier zum Beginn meiner beiden Beispiele
stehen soll, nämlich das Thema eben der iCloud. Und das war natürlich zuerst mal eine ganz große Begeisterung, die vielen neuen Services, die jetzt auch Apple in dem Bereich liefert, wo man beispielsweise bis zu 20.000 Songtitel in die Musikdatenwolke von Apple eben dann auch nicht hochladen kann. Das wäre eine technisch falsche Sicht. Es werden ja nur Metadaten abgeglichen. Sie sind über die Musikdatenwolke empfangbar. Und dann, kleine juristische Geschichte am Rande, natürlich nicht nur die legal Erworbenen, sondern auch die illegal Erworbenen. Witzigerweise. Übrigens auf die Art und Weise wahrscheinlich legalisiert werden, weil man jetzt auf den offiziellen Datenbestand zurückgreifen kann über die iCloud. Noch ein ganz spannendes Feld für die Juristen, wie man damit eigentlich umgeht. Aber mein Thema ist natürlich die Kehrseite gewissermaßen, die ja auch in dieser Überschrift zum Ausdruck kommt. Steve Jobs schafft Festplatte und Privatsphäre gleichermaßen ab. Und das ist eben dieser Trend zur Verlagerung von ehemals lokalen Daten auf externe Server und damit natürlich die generelle Frage, lagern wir da nicht ein Stück weit auch die Privatsphäre insgesamt einfach aus und schaffen sie vielleicht sogar ein Stück weit ab? Ich möchte aus diesem lesenswerten Artikel von Patrick Boyd zwei Sätze zitieren, nämlich den Anfang und den Schluss seines Beitrags. Wenn Steve Jobs sagt, etwas macht uns verrückt, dann meint er wirklich uns. Uns alle. Nicht, weil der Apple-Chef uns gefragt hätte, sondern weil er so früh wie nur wenige andere ahnt, was die Nutzer von Computern und Internet in aller Welt gerne hätten und was sie nicht ausstehen können. Dann schafft er das, was uns alle nervt, ab. So beginnt er seinen Artikel und er endet: Festplatten werden natürlich nicht von heute auf morgen abgeschafft. Aber wenn die Branchenriesen jetzt vorbrechen, und damit sind natürlich auch Google, Microsoft und andere gemeint, Amazon, werden die meisten anderen nachziehen. Und in einem sind insbesondere Apple und Google unschlagbar. Ihre immer komplexere Technik wird immer leichter zu bedienen. Die Versuchung, das digitale Leben in die Cloud zu verlagern, wird deshalb groß sein. Weil es intuitiv oder sogar ohne Zutun des Nutzers funktioniert, und weil gleichzeitig das Anlegen einer lokalen, nicht mit dem Netz verbundenen Sicherheitskopie einer Datei aufwendiger wird. So aufwendig, dass es uns verrückt machen wird. Soweit Patrick Boyd. Und er spricht damit einen Aspekt an, nämlich das Plug and Play, das auch ein Leitmotiv meiner eigenen Forschung ist und, wie ich meine, zu unserem heutigen Thema besonders schön passt. Das zweite Eingangsbeispiel ist Facebook. Und das passt natürlich auch wunderbar, um die Aktualität auch meiner exklusiven Vortragsvorbereitung für den Colab auch zu illustrieren. Es war ja gerade vor wenigen Tagen, dass Facebook die automatische Gesichtserkennung online geschaltet hat. Und die Financial Times Deutschland hat nicht nur diese wunderbare Grafik hier gebracht, sondern den Leitartikel dann eingeleitet. Ich zitiere: Es klingt wie ein harmloser, netter kleiner Dienst an der Menschheit. Durch eine automatische Gesichtserkennung können wir unsere Bildersammlungen im sozialen Netz künftig besser verwalten. Aber wollen wir das überhaupt? Der Clou ist ja bei dieser Gesichtserkennung, dass hier eben durch die entsprechende Software und innovative Technik eben Personen auf Fotos identifiziert werden können, quasi parallele Fotos eben aufgefunden werden von den Facebook-Servern und dann nicht etwa dem Betreffenden, dessen Profilfoto Facebook ja kennt, vorgelegt wird nach dem Motto, schau mal her, bist du das, willst du dich da markieren? Es wird den Freunden vorgelegt. Denn die Freunde werden zweifelsfall mit Begeisterung sagen, hey, den kenne ich doch, den markiere ich jetzt mal ganz schnell. Und dann ist man auch identifiziert auf Fotos, die man vielleicht selber gar nicht sich selber zurechnen wollte. Das machen dann eben die Freunde. Und das natürlich als typische Default-Einstellung, dass das erstmal aktiv ist. Man kann es dann deaktivieren, wenn man es denn findet, wie das geht. Aber in der Regel lässt sich das dann irgendwann schon machen, wobei übrigens Facebook nur deaktivieren lässt die Markierungsmöglichkeit für die Freunde, dass sie selber ohne Einwilligung erstmal alles scannen, das versteht sich von selbst. Bemerkenswert ist aber in diesem Fall, da möchte ich nicht den Artikel weiter zitieren, sondern das, was die Nutzer zum Beispiel in diesem Kontext sagen. Und da kann man einfach rausgreifen, netzpolitik.org, den Blog, ich habe auf Spiegel Online auch geguckt, sie finden immer wieder ganz ähnliche Kommentare. Und da möchte ich erstmal mal zwei kurz zitieren, die Nutzer, die Community zu Wort kommen lässt. Das passt ja zum Colab-Gedanken. Da sagt der Cream-Neuron:
Mancher möchte auch gar nicht groß geschrieben, unabhängig davon, ob es Party oder Demo war, Fotos von sich online haben und erst recht nicht mit seinem Namen assoziiert. Und wenn man schon keine 100% Kontrolle darüber hat, dass Fotos von einem im Internet landen, da andere sie machen, ohne dass man es merkt, dann möchte ich wenigstens verhindern, wenn das optional ist, dass jemand auch noch meinen Namen darunter schreibt. Das ist also die eine Seite. Und da sagt der Philipp dann, das kannst du damit aber nicht verhindern. Alles, was dieses Feature macht, ist deinen Freunden etwas Arbeit abnehmen. Da es ja deine Freunde sind, sollten sie dein Gesicht ansonsten ja auch manuell erkennen und markieren können. Und solange man nicht mit den Geheimdiensten befreundet ist, haben diese auch keinen Vorteil davon. Aber sobald Facebook irgendwas Neues macht, schreien sowieso alle erstmal Wölfe. Und das zeigt eigentlich schon diese unterschiedliche, entgegengesetzte Wahrnehmung einer solchen Innovation. Auf der einen Seite die Leute, die den Nutzen, den Komfort in den Vordergrund stellen und ein Stück weit natürlich auch eine Gutgläubigkeit hier zur Schau tragen. Auf der anderen Seite diejenigen, die die Risiken sehen und die Sorge vor Missbrauch artikulieren. Ich fasse mal meine Einleitung zusammen und zitiere ein weiteres Mal: Das Internet verändert alles. Das stimmt so natürlich nicht, wie es da steht, denn Erik Schmidt ist ja nicht mehr der Google-Chef. Die Aussage selber kann ich aber durchaus unterstreichen und möchte überleiten zu meiner Frage, und die Sie wahrscheinlich auch am meisten interessiert: Verändert das Internet eigentlich auch die Privatsphäre? Nun gut, jetzt werde ich erstmal wieder Jurist, das hängt natürlich davon ab. Das hängt davon ab, wie man Privatsphäre überhaupt definiert und wer darüber eigentlich befindet, was privat ist. Für mich bedeutet Privatheit die Möglichkeit zur Schaffung von Distanz. Und zwar die Möglichkeit zur Schaffung von Distanz beziehungsweise zur Begründung von Nähe. Etwa Informationen nur mit jenen Personen zu teilen, zu denen man Vertrauen hat. Und das ist ganz bewusst kein statischer Begriff einer Privatsphäre, dergestalt, dass es vorgegeben wäre, was privat zu sein hat, und wenn das dann so nicht mehr in der sozialen Realität vorkommt, dann ist die Privatsphäre eben eingeschränkt oder hat sich am Ende ganz abgeschafft, Privacy is over. So ist es in der Tat nicht. Ich sehe hier eher einen dynamischen Begriff von Privatsphäre, der nämlich auf der informationellen Selbstbestimmung beruht und letzten Endes dem Einzelnen es selber überlässt, seine Privatsphäre zu gestalten. Das allerdings führt dann durchaus auch zuweilen zu einer Entgrenzung von Privatheit bei drei Sollbruchstellen. Einmal bei der irrtümlichen Erzeugung von Nähe. Zweitens bei der Verfügung über diese Nähe durch Dritte oder drittens bei der Aufhebung von Distanz durch IT-Sicherheitsdefizite. Denn in all den drei Fällen haben wir natürlich keine wirkliche informationelle Selbstbestimmung des Betroffenen. Da sind es eben andere oder die Umstände gewissermaßen, die diese Verfügung treffen, die mir dann aber auch nicht mehr zugerechnet werden kann. Lassen Sie mich meinen Forschungsansatz ein wenig näher erläutern. Und das Ganze unter ein Motto und einen bestimmten Begriff stellen, der nicht zufällig korrespondiert mit meinen beiden Ausgangsbeispielen. Plug and Play. Und es ist in der Tat erstaunlich, dass doch diese Problematik der Plug and Play Infrastruktur von Juristen bislang wenig untersucht wurde und wenig bedacht wurde, obwohl sie eigentlich ein Schlüssel auch zu unserem Thema sein kann. Natürlich ist Plug-and-Play nicht der einzige Risikoerhöhungsfaktor, aber es ist ein wesentlicher Risikoerhöhungsfaktor für die Frage, wie privat sind wir vielleicht noch im Jahre 2035. Wenn wir heute über Datenschutz im Internet sprechen, dann geht es auch um Themen wie Cloud Computing. Es geht um soziale Netzwerke, es geht um Location-Based Services, smarte Applikationen und vieles andere mehr. Und all diese Hardware- und Software- und Netzwerkkomponenten zeichnen doch eines gemeinsam aus. Sie funktionieren nach dem Prinzip Plug and Play. Und zwar deshalb, weil der Nutzer das will und weil die Hersteller es auch anbieten. Wobei die Hersteller manchmal den Bedarf erst erzeugen. Aber gerade durch die spielerische Komponente in diesen Systemen und ein Stück weit auch der Kultfaktor, den man hier gar nicht geringschätzen soll, haben wir tatsächlich umfassende Plug-and-Play-Strukturen in unserer IT. Und das meine ich auch zunächst einmal nicht unbedingt negativ. Plug-and-Play reduziert natürlich Komplexität.
Plug and Play sorgt für die notwendige Kompatibilität und Interoperabilität der Systeme. Und natürlich sorgt Plug and Play für Effizienz. Aber, und das ist eben der Risikoerhöhungsfaktor, ist Plug and Play auch so etwas wie ein Perpetuum mobile. Und das ist dieser Kreislauf, den ich in dieser Grafik hier darstellen wollte. Beginnend mit dem Innovationstempo, das ja gerade in einer globalen IT-Industrie besonders hoch ist und das permanent wiederum global Geschäftsmodelle hervorbringt, die ihren Verkaufserfolg natürlich besonders dem hohen Nutzen und der Attraktivität der Angebote verdanken. Und der Nutzer, der freut sich natürlich über die verschiedensten Funktionen, die in diesen Plug-and-Play-Strukturen gegeben sind. Funktionen, die zum Teil noch nicht einmal auf seiner Wunschliste standen. Aber er ist verführbar. Und dass Menschen verführbar sind, das wissen Juristen spätestens, seitdem sich das Verbraucherschutzrecht etabliert hat, dass ein Rechtsgebiet ist, das genau eben auf diese Verführbarkeit abstellt. Denken Sie nur an das ehemalige Haustür-Widerrufsgesetz. Verführbarkeit der Nutzer als Konsequenz dieser Plug-and-Play Infrastrukturen. Und was macht der Staat, der normalerweise gerade ja auch eine Schutzinstanz ist, eben vor Verführung möglicherweise zu schützen? Ja, der Staat schaute lange teilnahmslos zu. Bis im Jahre 2010 Thomas de Maizière in seiner vielbeachteten Netzdialog-Grundsatzrede konstatierte, die Zeit des Staunens ist vorbei. Nun gut, das ist jetzt noch nicht bei jedem in der Politik angekommen. Aber es ist schon ein Signal, was da ausgesendet wurde. Und wenn ich mir die verschiedensten Initiativen der verschiedensten Parteien insbesondere auch angucke, ist in der Zwischenzeit auch seit 2010 einiges passiert. Das mich etwas hoffnungsfroh stimmt. Trotzdem kommt man nicht umhin zu sagen, wir haben schon noch eine relative Orientierungslosigkeit des Staates, die natürlich wiederum dazu führt, dass das Innovationstempo allemal nicht gedrosselt wird und der Kreislauf entsprechend weitergehen kann. Und Plug and Play führt vor diesem Hintergrund natürlich zu einer Lockerung von Datenherrschaft und auch zu einer Verstärkung diverser Risiken, insbesondere Missbrauchsrisiken im Hinblick auf die Datenverarbeitung. Die Frage ist nun, kann, soll oder darf man mit rechtlichen Mitteln gegen ein solches Verführungskonzept des Plug and Play einschreiten? Ganz konkret zum Beispiel bestimmte Default-Einstellungen verbieten, beziehungsweise andere Default-Einstellungen gebieten. Oder bestimmte Datenverknüpfungen verhindern, in denen ja gerade ein besonderes Risikopotenzial steckt. Denken Sie gerade an die Location-Based Services und die damalige Diskussion etwa um Apple, iPhone und anderes mehr. Das alles können wir nachher vielleicht diskutieren. Die Zeit reicht nicht, um das hier näher auszuführen. Stattdessen möchte ich zum Schluss meines Vortrags meinen Lösungsvorschlag andeuten, aber es ist natürlich ein erster Aufschlag, das, was wir im Graduiertenkolleg ab dem nächsten Jahr natürlich noch ausführlicher dann diskutieren und erforschen wollen. Und wenn das alles sich dann umsetzen ließe, bis ins Jahr 2035, das ist dann meine Vision sozusagen, dann hätten wir doch ganz brauchbare Verhältnisse. Ausgangspunkt ist das Prinzip von Freiheit und Fairness. Dass man natürlich einerseits politisch erstmal sehen kann, aber durchaus auch rechtsdogmatisch näher fassen kann. Sie sehen dort nicht zufällig das Cover des Positionspapiers des CSU-Netzrates, dem ich ja nicht nur angehöre, ich hatte ja auch die Ehre, dieses Positionspapier zu formulieren. Und das ist dann durchdrungen eben auch von meiner Grundhaltung und von dem Ansatz eben, den ich hier auch noch in einigen Thesen etwas spezifizieren möchte, nämlich Freiheit und Fairness. Und weil ich das eben durchaus optimistisch sehe und nicht nur typisch juristisch als Bedenkenträger agieren will, hat mich zum Beispiel Christopher Keil in der FAZ kürzlich einen Netzoptimisten genannt. Ich muss sagen, ich empfand das als Kompliment und sehe das auch als durchaus zutreffende Beschreibung. Mein Anliegen ist es, eben weg vom Rechtsschutz 1.0, von der typischen formaljuristischen Bedenkenträgerei, hinzukommen zu einer Art von Rechtsschutz 2.0. Das zu entwickeln, ein Rechtsschutz, der die Freiheitlichkeit der Internetnutzung nicht in Frage stellt, sondern Instrumente von Recht, aber auch von Technik und Organisation findet, die zu einem angemessenen Ausgleich divergierender Interessen beitragen können.
Das Ganze haben wir bereits in einem Punkt schon mal etwas spezifiziert, nämlich in dem Thema Smart Privacy Management, das ich auf dem letztjährigen nationalen IT-Gipfel in Dresden vorstellen durfte. Ich möchte 5 Thesen an den Schluss meines Vortrags stellen, die vielleicht auch die Diskussion etwas anregen können. Erstens: Wenn Daten die Währung im Web 2.0 sind, dann muss Vertrauen die Währung im Web 3.0 werden. Zweitens: Wenn wir die Chancen des Netzes wahrnehmen wollen, dann müssen wir faire Angebote mit Vertrauen belohnen und den Missbrauch mit Misstrauen strafen. Drittens: Vertrauen muss verdient werden, und zwar fortdauernd. Nach einem Super-GAU des Datenschutzes kann Urvertrauen nur durch responsive Kommunikation aufgebaut werden. Responsivität umfasst in unserem Kontext die Bereitschaft, die Interessen, Wünsche und Sorgen des anderen ernst zu nehmen, aber auch Grenzen ihrer Erfüllbarkeit offen auszusprechen. Viertens: Selbst eine egoistische Haltung zur Reichweite der Datenverarbeitung ist unschädlich, wenn die von ihr Betroffenen dies erkennen und sich darauf einstellen können. Kurz gesprochen: faire Schwächen statt leere Versprechen. Fünftens: Modernisierung birgt Risiken. Gesetzliches Risikomanagement heißt nicht, das Unvermeidbare zu verbieten, sondern zum Beispiel Technikfolgen abzuschätzen und dann Vorsorge, Verantwortung und Haftung angemessen zu regeln. Plug and Play, habe ich gesagt, ist einer von mehreren Risikoerhöhungsfaktoren. Es wären weitere zu nennen: Anonymität insbesondere, Nachhaltigkeit, auch die Internationalität. Das wäre ein eigener Beitrag. Als ich mein Thema der Work-Life-Balance oder Work-Life-Imbalance formuliert habe, war mir nicht klar, dass mir einer zuvor gekommen ist, schon im letzten Jahr diesen Artikel mit dieser wunderbaren Grafik veröffentlicht hat. Die Quelle ist hier angegeben. Ich meine, das ist schon ein Stück weit das digitale Leben, wie wir es heute schon vorfinden und möglicherweise im Jahr 2035 ebenfalls vorfinden können. Aber ich denke, dieses Ungleichgewicht, was ich momentan eben auch als Sorge hier formulieren wollte, kann sich wieder in ein Gleichgewicht gewissermaßen ausbalancieren lassen, wenn wir eben genau das Thema, wie schaffe ich berechtigtes Vertrauen, wenn wir das viel stärker als bisher beachten und alle daran arbeiten. Und vielleicht ist das CoLab auch genau die Institution, die an diesem Thema gemeinsam arbeiten kann. Ich würde mich freuen und werde natürlich auch weiterhin das aufmerksam verfolgen, freue mich aber jetzt erst einmal auf die Diskussion. Vielen Dank.